um! Oh, ich bringe euch um! Jetzt geh ich schlafen, du Penner! So! Cool, hab ich so eine Belohnung für bekommen. Hier riecht's. Etwas verschmort. Nach Stück Scheiße. So, hier gehen wir die nächste Quest ab. Bist du wo weit? Mhm. Okay. Glaub nicht, dass Katzenmünze beruhigt. Katzenmünze dreht auf. Hey, beruhigt euch. Ich habe euer Serum hier. Oh. Hm, vielleicht verdient der Major, was er bekommen hat. Wer weiß das schon. Aber es gibt keinen Grund, etwas Voreiliges zu tun. Das wird mich nicht aufhalten. Ich brauche keinen Grund, um euch zu töten. Mhm. Glaubt mir, ich verstehe euch. Ihr habt große Pläne und der Major war euch im Weg. Schön und gut. Also versteht das jetzt bitte nicht falsch, aber euer Plan ist kompletter Wahnsinn. Habe ich um Ratschläge gebeten? Na gut, dann nehmt das Serum, nehmt es. Ich habe mich genau an die Spezifikationen des Datenpads gehalten. Ihr seid bestimmt auf der richtigen Fährte. Das Serum sollte euch gegen das Zeug in der Kammer resistent machen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass das Serum euch umbringen wird. Ich meine, es wurde für Kolikoiden entwickelt, nicht für Menschen. Gebt mir einfach das Serum. Sofort. Sofort. In Ordnung, bitte. Genau. Die mal alles so kompliziert machen müssen, ne? Ja. Hier ist es. Es sind nur ein paar Dosen und, wie ich schon sagte, solltet ihr sie sparsam einsetzen. Ihr müsst an der Hauptbasis der Republik vorbei, um zur Kammer zu gelangen. Aber im Ernst, womit auch immer die Republik aufwartet, die Kolikoiden sind schlimmer. Wir sind hier fertig. Danke, Doktor. Aber ich habe keine Verwendung mehr für euch. Ich verstehe. Ihr wollt mich töten. Los doch. Ich sagte euch doch, ich fürchte den Tod nicht. Ein ehrenvoller Mann. Genau. Oh, was Episches bekommen. Mittlere Zuneigung, neues Lichtschwert. Toll. Nee, ist nicht besser. Sehr schön. Wir nehmen dann alles. Auch nicht schlecht. Und Level 21. Oh. So, zu meinen Quests, dann werde ich auch Level ab und dann können wir gemeinsam spielen. Warte, ich muss gerade hier... kritische Treffer mit Pein haben eine Chance, 50% den Effekt Blitzsturm zu gewähren, wodurch eine nächste Machtblitz doppelt so schnell kanalisiert und tickt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 10 Sekunden auftreten. Sehr schön. Das hört sich doch gut an. Übernehmen. Weiter geht's. Oh, ich habe hier gleich einen Lehrer stehen, an die ich skill gerade. Oh, da machst du so, ja. Irgendwie geht's nicht. Doch, jetzt welche geht's. Dunklen dunkle Heilung gekriegt, Stromschlag und Überladung. Also nichts Besonderes. Gut, 21 ist... auch gerade auf? Ich nehme auf, ja. Das ist immer noch so ungewohnt, dass wir das jetzt anders machen. Ja, ne? Das ist... ja. Drogen? Nee. Natürlich, das Serum. Achso. Oh, der Roboter ist wieder heile. Welcher Roboter? Ja, ja, den haben wir letztes Mal zerstört. Hallo. Oh. Gefällt mir nicht. Ihr seid am Leben. Fantastisch. Ich erhalte von überall her Berichte über Angriffe der Kolikoiden. Ich habe eurer Bezahlung einen großzügigen Bonus hinzugefügt. Oh. Colonel Zarchios wird wahnsinnig werden. Ich deine Mietzekatze. Sobald Zarchios seines Postens enthoben ist, wird Admiral Ivernus sicherlich meinem Gesuch für eine Beförderung entsprechen. Der Plan ist perfekt, findet ihr nicht? Nein. Ich hatte mir mehr erhofft. Nun ja, ja, es ist ein einfacher Plan. Ich wollte den Admiral nicht verärgern. Wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen? Versteckt euch nicht hinter Berichten und Gesuchen. Trefft ihn persönlich. Interessant.
Ich darf ihm also nicht nur einen Namen für seine Entscheidung anbieten, ich muss die Entscheidung selbst sein. Richtig. Wenn sich die Lage hier nicht bessert, wird Admiral Ivernus sich selbst ein Bild machen wollen. Das wäre die Gelegenheit, um ihn zu treffen und ihn zu beeindrucken. Es regnet bei mir. Es benötigt ein weiteres brillantes Manöver, um ein persönliches Treffen mit dem Admiral in die Wege zu leiten. Ich weiß genau, was zu tun ist. Bei mir auch schon. Unsere Berichte weisen darauf hin, dass die Republik hier seit unserer Invasion Widerstandskämpfer in der Balmoranischen Waffenfabrik ausbildet. Zumindest gestalten diese Widerstandskämpfer euer Leben abwechslungsreicher. Das sind Terroristen und Kriminelle. Ohne die Hilfe der Republik wären sie harmlos. Der Colonel bekam Wind von einem geheimen Treffen zwischen den Anführern des Widerstands und einigen fremden Verbündeten. Du siehst aus, als wenn er Oculus Swift auf dem Kopf hättest. Sender an Bord der Kommandofähre der Widerstandsanführer angebracht. Ihr müsst diesen Sender entfernen. Wenn ich den Peilsender entferne, können die Widerstandsanführer entkommen. Nur für den Moment. Ich kümmere mich um den Widerstand, sobald mir Colonel Sarchius nicht mehr im Weg steht. Ihr werdet den Peilsender von der Fähre entfernen und an einem Mülltransporter anbringen. Dann wird der Colonel mit seinen Kriegsschiffen eintreffen und nichts weiter als im Müll wühlende Agnauts vorfinden. Die Fähre befindet sich im Raumhafen der schwer bewachten Balmoranischen Waffenfabrik. Seid vorsichtig. Jau. Miezekatze. So, fertig. Was haben wir hier? Eine schlechte Taille. Wunderbar. Level up. GZ. Tja, sind wir wieder auf demselben Niveau. Ja, ich werde natürlich später die Skills, wo ich jetzt nur einen drin habe, der wird später auch noch auf 2 geskillt auf jeden Fall. Und der auch. Ich brauche auf jeden Fall Blitzgewitter als nächstes, weil dann kriege ich Kettenblitz als Sofortcast. Entladen Rang 6 und Flammenwerfer Stufe 4. Und ein Skillpunkt. Das hier muss ich nochmal wegmachen. Ja, wer so... So. Ja, mit Treiben, ja. Ja, eigentlich hat er schon recht. Er redet von Terroristen und Dingens. Ja, und eigentlich sind wir ja selber welche, weil wir einfach unschuldige Menschen töten. Genau. Das ist gut so. Miau, miau. Ab ins neue Gebiet. Das ist immer noch die Helden-Vierer-Quest, ja. Dann geht es weiter ins nächste Gebiet, da wo wir unseren Flugpunkt gerade geholt haben. Ja. Können wir ja von hier aus gleich dahin fliegen. Würde ich sagen. Aber ich habe doch hier noch mehr, oder nicht? Oder? Nee, noch nicht. Eigentlich nicht, ne? Nee, das sah gerade nur so aus, aber die manchmal zeigt die Minikarte ja auch dahin an, wo du hin sollst. Aber das ist dann schon im neuen Gebiet. So, das ganz war. Rechts. Zu Ihren Diensten. Ganz rechts, genau. Reiseroute bestätigt. Ab geht's. What the fact? Miau. Hier haben wir nichts mehr. Vielleicht gäb's hier noch welche, aber egal. Egal. Da brauchen wir nicht hin. Da brauchen wir nicht hin. Da brauchen wir nicht hin. Genau. So, dann schicken wir wieder auf neue Ermittlungen. Erforschte Gemischte, zweite Grades. Hört sich wieder gut an. Meinst du? Ich werde mich ganz nach Ihren Spezifikationen richten. Na gut, ich habe jetzt beide weggeschickt. Machen wir jetzt halt mal ohne Tank 7 Minuten. Ja, das ist doch kein Problem. Ja. So, dann können wir hier erstmal ein, zwei Quests annehmen. Wollte ich gerade sagen. Hast du das hier mal die Helden-Vierer? Ja. Aber annehmen tue ich's. Ne, brauchen wir dann noch nicht. Ne, brauchen wir nicht. Wir wissen, dass wir nicht zum Automaten dürfen. Gehen wir hier mal zurück und fangen hier vorne an. Und sie da unten? Ja, okay. Am Gespräch beteiligen. Ich beginne. Halt! Du dein. Ihr seid die Gruppe, die sich von Sobrik aus durchgeschlagen hat, oder? Nein. Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha.
Was ist los? Eine Kriegskonferenz ist immer noch eine Konferenz. Ihr wisst wohl nicht, wer ich bin. Ich weiß nur, was im Holonetz von euch erzählt wird. Aber euer Zeitaufwand wird entlohnt werden. Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Okay. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Okay. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Sagt dem Gouverneur, ich komme, ihr habt einen Sith Lord erwähnt, der Mann ist verzweifelt. Der Gouverneur fürchtet den Zorn des Rats der Sith. Er hofft, dass ich ihn beschützen kann. Wenn ihr das sagt, mein Sith Lord, Freigabestufe schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten, aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Krawattenpflicht? Oh, ich habe mein Kleid aber nicht dabei. Dann ausziehen! Bindest du dir um Hals. Wir nehmen jetzt einen Quest an und lassen den Krawattenschlipsträger erstmal ein bisschen warten. Ja, dann kannst du dir ja um Hals binden, dann hast du Krawatte. Entschuldigt, wie lautet eure Sicherheitsstufe? Ich brauche jemanden für eine Bergungsmission. Die imperiale Schwule. Sicherheit steht auf dem Spiel. Die Republik hat einen unserer Forschungsposten überfallen. Ein Schiff ist mit gestohlenen Plänen für ein brandneues Kampfläufermodell entkommen. Oh mein Gott! Möglicherweise konnten wir es abschießen. Ich brauche jemand Vertrauenswürdigen, um die Absturzstelle zu untersuchen und diese Pläne zurückzuholen. Ich bin vertrauenswürdig, überzeugt mich. Ich bin vertrauenswürdig. Sith kennen den Wert. Ich bin durch den psychologischen Test nur durchgefallen. Der Geheimdienst läuft Sturm wegen dieser Sache. Das ist die Route zur Absturzstelle. Oh, wenn es irgendwelche Überlebende gibt, tötet sie. Bringt die Pläne zur Agentin Nyanla. Sie wird sie in Sicherheit bringen. Nyanla. Euch zu treffen war ein echter Glücksfall. Okay. Okay. Wir haben hier einen Vierer-Quest, die lassen wir aus. Und hier haben wir noch einen. Was ist hier heute los? Junge, Junge, Junge. Guten Tag. Wächter 8, Imperialer Geheimdienst. Ich habe von euren Erfolgen gehört. Ich brauche ein fähiges und diskretes Team. Agent Welt, mein bester Feldagent, hat sich nicht wie verabredet gemeldet. Stattdessen habe ich ein gestörtes Notsignal erhalten. Ich werde Agent Welt nicht aufgeben. Er muss gefunden werden. Er könnte tot sein. Was ist mit der Mission? Welt klingt nutzlos. Was auch immer das Notsignal ausgelöst hat, könnte Welt bereits vernichtet haben. Genau. Trotz eurer Expertenmeinung. Er hat schon schlimmere Missionen ohne einen Kratzer überstanden. Ich kann euch Agent Welts letzte bekannte Position nahe des Hauptlandeplatzes der Republik geben. Aber alles weitere wäre an euch. Überlasst es. Oh, nur eins. Was? Nur wir eins werden dafür sorgen, ja, so dass gehört sich das. Sicher ist und sein Auftrag erfüllt wird. Funktioniert dein Würfelsheet wohl nicht mehr nach dem Update, wa? Übrigens die deutsche Stimme von den Fettsack von Jack Sparrow. Ich werde ihn informieren, dass er nach euch ausschalten soll. Aber vielleicht kommt meine Nachricht auch nicht durch. Viel Glück. Meinst du echt? Ja. Der hat die deutsche Stimme von den Fettsack von Captain Jack Sparrow. Okay. Hört man sofort. Deutsche Stimme von Al Pacino gibt's hier in dem Spiel übrigens auch. So, wir müssen erstmal hier runter. Meinst du? Ja. Feigling. Ups. Weiter geht's. Hui. Wo ist der Opa? Da hinten. Oh, hier unten waren wir doch auch. Ah, nee. Boah, was für geile Panzer. Warum kann man damit nicht fahren hier? Das wäre echt episch. Das wären wir doch mal was, wa? Ja. Das würde ich echt cool finden. Heute aber nur weil ich mein Schwürfelsheet ausgemacht habe. Der von der Exilregierung unterstützt. Es gab ja auch gerade ein Update, deswegen funktioniert es ja nicht. Ja, muss ich mal einen neuen schreiben wieder. Zu verdanken. Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Woll Argen unter der Erde erkalten. Woll Argen gehört mir. Ich will den Verteidigungsminister selbst töten. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der balmoranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Oh. Nicht, wenn wir so mächtige Patrioten wie euch auf unserer Seite haben.
Die Fabrik wird noch vor Einbruch der Nacht zerstört sein. Das schwöre ich. Wenn das wir schwöre euch noch eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen, die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Wollargen begegnet, tötet ihn. Es wird Zeit, dass wir dieser Schlange das Gift rauben. Seid aber immer dann, wenn ich geile Antworten geben könnte. Heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Ob Panzer machen für jeden Spaß. Anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Oh. Wir drehen den Schlüssel um und der ganze Planet teilt sich in zwei Hälften. Krumms! Scheiße, jetzt kann ich gar nicht sehen, was mein Gefährte für ein Schwert hat. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Keine Ahnung. Was ist denn das hier für ein Schrott? Ja, ich habe hier ein Schwert für meine, für meinen Gefährten. Das ist... Oder wir müssen mal gerade hier 47 Sekunden warten. Welches aktuell ausgerüstet? Aktuell ausgerüstet. Und das ist die Waffe. Und dann mal C drücken, Gefährte anklicken. Die Waffe hat 16, 10, 94 und die hat 22, 13, 110. Na gut, besser. Kann man doch da drin auch sehen in deiner Liste. Zielgenauigkeit ist schlechter, Ausdauer ist schlechter, List ist besser. Bei der Tussi. Und hier sehen wir jetzt immer noch nicht die bessere Waffe von ihr, egal. So, ich muss jetzt noch gerade 7 Sekunden warten und dann können wir gucken, ob das der Vipro-Schwert sich wirklich lohnt. Da ist er. So, und das Vipro-Schwert ist, ja, besser. Dann nehmen wir das Vipro-Schwert und was für ein Beruf. Und nochmal was, ja, sehr schick. Jetzt sollte ich eigentlich mit ihm reden, aber das werden wir dann machen beim nächsten Mal. Inventar und dann geben wir ihm hier das schöne Schmuckstück. Haben wir ihm das jetzt angezogen? Ja, haben wir. Sehr schön, sehr schön. Ja, danke, Andi. Ich nehme den, ich gehe hoch. Oh, da kommst du aber nicht dahin, wo ihr hin müsst. Da hast du mal wieder recht. Du bist auch ein Drecksack, du kannst nicht warten, ne? Ich schick dir meine Begleiterin, damit du weißt, wo du hin musst. Ah, die guckt voll nach oben. Oh, ich küsse dich. Ein bisschen haarig, ich weiß, aber schmeckt schon. So, guck an. Soll ich beginnen? Ja. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Gouverneur? Sie scheint gut gelaunt zu sein. Ich habe... Genau. Ihr habt euch nicht einmal eure eigenen Fehler eingestanden. Deswegen hat mir der Rat der Sith diesen Planeten übergeben. Abwarten und nicht einschreiten. Bitte. Seht zu und genießt. Ja, ich genieße. Yeah! Ich bin Darth Lakris und ich wurde damit beauftragt, Balmorra zu säubern. Die sieht böse aus. Dass ihr gekommen seid. Mehr Sith bringen sich ja auch mehr Ansehen, an dem es noch mangelt. Flirten! Hallo? Schwingt ihr nur Lobreden auf euch und euer Imperium? Ich gehe jetzt hat er den Helm abgenommen. In euch ist keine Spur von Furcht. Geht noch nicht. Ihr alle seid hier, weil ich den Gouverneur gebeten habe, seine besten Leute herzubestellen. Balmorra hat ein Problem. Meine Freunde im Widerstand, ich werde euch nicht lange aufhalten. Das Imperium behauptet, ihm gehöre Balmorra. Die Republik sagt, nur zu, wir sind schon weg. Aber wir wissen, dass Balmorra mit Schweiß und Tränen erobert wurde. Und meine Leute werden euch zur Seite stehen, bis es auch der Rest der Galaxis weiß. Ja, dann. Großmarschall Chiquita, ehemals von der republikanischen Armee. Chiquita! Offiziell. Chiquita! Was eine Banane, ich schwör's dir. Seitdem haben sie sich verkrochen und werden belagert. Sie helfen dem Widerstand und stärken ihre Position. Vielleicht seid ihr schon auf ihre Spähtrupps getroffen.
Hier herrscht wirklich ein reines Chaos. Gibt es auf Balmorra auch irgendwen, der nicht gegen das Imperium kämpft? Jetzt könnt ihr vielleicht meine Unzufriedenheit mit der bisherigen Regierung verstehen. Jaketta und der Widerstand haben ihre Basis